Moin Leute, heute ist ein besonderer Tag, weil wir sind am 1. Mai und heute geht los hier mit Hechtangeln. Deswegen bin ich mit Christoph auf ein schönes Gewässer hier in Lübeck und wir haben alles versucht und einige Hechte zu fangen. Bin gespannt, endlich wieder am Wasser. Ja, sieht ganz gut aus und mal gucken, was kommt. Neue Farbe. New Shadow. Der erste Hecht, ein kleiner. Kleine Pike. Aber Anfang ist gemacht. Petri lang. Lion ist angestiegen. Ah! Krass. Das ist wieder dein Mojito-Farbe. Ja, der wieder. Wie heißt der? Diese neue Farbe, diese Magic Green. Magic Green, ja. Magic Green, oh, schöne Bissen. Schade. Ah. Das war ein guter Fisch. Ja, warte. Ach, darf ich dann zeigen? Der hat mich gebacken. Ja, der ist auch gut. Nee, ist kein Hecht. Ein Fisch. War's denn gehackt oder was? Mit Einzelhaken. Oh, Riesenbrassen. Oh nein, scheiße. Guck mal, das Ding. Nein. Ja, Fischi. Fischi, nein, aber so riesen. Oh. Was für ein Ding. Das ist schon ein dickes. Boah, ja. Oh Mann. Bisschen Achsen, ne? Aber schade. Guter Hecht verloren, dann so ein Fisch. Der hat nochmal gebissen. Habe ich auch am Anfang gedacht. Schade. Eins, eins. Ey, wie krass ist das Ding? Eins, eins. Auch ein schöner. Krass, Riesending. Geil. Petri. Vielen Dank. Geil. Alles gut? Ja, ja.
Und weg. Zweimal gesprungen. Der war agil. Petri. War schön auf jeden Fall. Ja, ich erst auf dich? Ja. Mit dem Sohn. Nein! Ab! Ja, in der Hecht, ja, genau. Ah, fuck. Scheiße. 6 Heringe. Ich hab 12 schon. 80. Ja, oh! War gar nicht so groß. Petri, Dank! Es ist schon Mittagessen, deswegen! Gerade gewechselt auf eine kleinere Köder, ein Schabu, 9 cm. Und 10 Würfe, 2 Hechte. Ein leider verloren und der hier, kleiner, aber macht Spaß. Tschüssi. Ja, Petri. Petri, Dank. Ah. Oh yeah. Kleiner als gedacht, aber okay. Yay. Yes! Da hinten am Verdammt so ein bisschen. Ja, auch. So, ja, ich freue mich. Hecht ein bisschen größer. Gut gekämpft, gesprungen, perfekt, alles gut. Heute Morgen, wir haben mit 13, 15 cm Köder gefischt, also bis 16, also mittlere Größe zum Echtangeln. Ein paar Biss bekommen, ein paar Hecht bekommen, aber ja, die waren schon zickig. Und als vor einer Stunde oder so Freunde von uns gerade bei uns mit einem kleinen Boot auf einen kleinen Spinner einen Hecht gefangen. Deswegen habe ich auch entschieden, wieder eine kleinere Köder zu nehmen. Ich habe jetzt einen 9 cm Schabu dran. Und 5 Minuten später habe ich einen Hecht gefangen. 2 Minuten später noch einer. Und jetzt auf dem dritten Spot auch einer, ein bisschen größer. Also ja, scheint ganz gut zu sein. Jetzt habe ich natürliche Farbe, dieses Pai. Das ist eine Aju-Farbe mit transparentem Bauch und Glitter. Scheint auch gut zu funktionieren. Es ist ja 1:30 Uhr. Wir machen jetzt gemütlichen Feierabend. Also war schon cool. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt auch einen guten Start in die Raubfischsaison und wir sehen uns bald in Süßwasser oder in Salzwasser. Mal schauen. Bis später. Tschüss. Perfekt.